Willkommen bei Wieso, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was wird aus der D-Mark? Wann kommt die Euro-Währung? Und vor allen Dingen, was bedeutet das für Löhne, Zinsen, Preisen, Kredite, Lebensversicherung? Fragen über Fragen, auf die viele Zuschauer und Bürger in diesem Lande bisher keine befriedigende Antwort bekommen haben. Vor allen Dingen, was soll man tun? Soll man einfach nur abwarten oder irgendwie sein Geld in Sicherheit bringen? Und deswegen haben wir diese Wieso-Sendung ausschließlich dieser Frage gewidmet, und zwar den Fragen, die Sie stellen, liebe Zuschauer, denn Sie können uns anrufen und zum Teil haben Sie uns ja auch schon geschrieben. Die Nummer heute Abend 06131 21. Also Mainzer Vorwahl und dann einfach die 21 wählen. 30 Vertreter deutscher Banken sind hier im Studio am Telefon und warten auf Ihren Anruf. Die am häufigsten gestellten Fragen werden wir dann auch vor der Kamera beantworten. Und ich freue mich, dass Dr. Manfred Weber, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken, und Dr. Franz Thomas, Vorstandsmitglied der Gerling Lebensversicherung, diese Aufgabe übernommen haben. Und außerdem ziehen wir natürlich die Gewinner unserer Preisfrage, nämlich wer hat in Maastricht den Vertrag unterschrieben. Aber wir wollen auch wissen, und das ist ganz gemein, wie gut sind eigentlich unsere Abgeordneten über die Währungsunion informiert? Hier eine Kostprobe der Antworten, die Thomas Kramer darauf bekommen hat. Morgens am Bundestag. Politikunterricht vor Ort für diese Schüler. 92 gab es hier eine überwältigende Mehrheit für den Maastrichter Vertrag mit den sogenannten Konvergenzkriterien. Aber welche Konvergenzkriterien eigentlich? Wir fragten Abgeordnete. Ich habe Sie jetzt nicht parat. Ich bin kein direkter Europapolitiker. Ich beschäftige mich am Rande damit. Ich bin allerdings der Meinung, man darf unter gar keinen Umständen zulassen, dass diese Kriterien aufgeweicht werden. Die kenne ich nicht im Einzelnen. Ich bin keine Finanzpolitikerin. Es muss gewährleistet sein, dass die Europäer alle vergleichbar stark sind in der Währung. Und das ist alles nicht so ganz einfach. Wollen Sie hier eine Schulabfrage machen oder was wollen Sie? Zeugt nur von grässlicher Unwissenheit. Aber keine Angst, einige Abgeordnete müssen es doch wissen. Dass die Neuverschuldung in den Haushalten nicht höher sein darf als 3% des Bruttosozialproduktes. Und ein weiteres Kriterium besteht darin, dass der Schuldenstand der Länder nicht höher als 60% des Bruttosozialproduktes sein darf. Die Zinsen müssen 2 Jahre lang stabil gewesen sein. Und auch die Wechselkurse müssen 2 Jahre lang stabil gewesen sein. Das sind die wichtigsten Kriterien. Das sind keine Hürden, das ist die Grundlage, dass wir eine stabile Währung haben. Ganz so zuversichtlich wie Hans-Dietrich Genscher sind da nicht alle Zuschauer und Bundesbürger. Und viele denken darüber nach, ob sie nicht doch was tun müssten, um ihr Erspartes in Sicherheit zu bringen. Und welche Überlegungen dabei im Vordergrund stehen können, das zeigt Ihnen jetzt Brigitte Weining. Tja, worauf soll ich setzen, wenn ich jetzt mein Geld langfristig anlegen möchte? Soll ich meine 20.000 Mark auf italienische Staatsanleihen setzen? Immerhin bringen die zurzeit in Europa mit die höchste Rendite. 11%. Allerdings, wenn die italienische Lira an Wert verliert, dann macht der Kursverlust meine schöne Rendite wieder zunichte. Naja, aber eigentlich ist mir das zu viel Arbeit und ein Risiko ist es außerdem. Also ich glaube, ich gehe im Euro-Geld-Roulette lieber auf Nummer sicher. Ich setze auf Bundesschatzbriefe und warte in Ruhe ab, was 1999 passiert. Mit Bundesschatzbriefen, da gehe ich überhaupt kein Risiko ein. Die Zinsen werden mir garantiert. Immerhin mehr als 6% bringen sie als durchschnittliche Rendite zurzeit, bei der maximalen Laufzeit von 7 Jahren. Außerdem riskiere ich überhaupt keine Kursverluste. Ich bin nun mal so kein richtiger Spielertyp. Und ich muss sie nur 1 Jahr behalten und dann kann ich sie danach jederzeit zurückgeben. Zum Beispiel, wenn im Spiel um das Euro-Geld die Zinsen steigen und ich mein Geld zu besseren Konditionen anlegen kann. Ach ja, meine Bundesschatzbriefe, die möchte ich bitte bei der Bundesschuldenverwaltung in Bad Homburg deponieren. Da muss ich keine Depotgebühren zahlen und das erhöht dann nochmal meine Rendite. Tja, mal schauen, wer dann 1999 bei der Europäischen Währungsunion tatsächlich dabei sein wird. Wenn ich das jetzt schon wüsste. Je mehr Länder mitspielen, desto wahrscheinlicher ist, dass die Zinsen steigen. 2022. Die Zeit der Niedrigzinsen wird dann in Deutschland wohl vorbei sein. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt einen Kredit brauche, zum Beispiel um ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung zu finanzieren, dann ist das Geld für mich jetzt besonders günstig zu haben.
Also auch da gehe ich jetzt auf Nummer sicher. Ich möchte mein Hypothekendarlehen bitte mit 10-jähriger Laufzeit oder sogar mit 15-jähriger Laufzeit abschließen. Je länger die Laufzeit, desto besser. Auch wenn eine kürzere Laufzeit auf den ersten Blick günstiger zu sein scheint. Also auf lange Sicht kann ich nur gewinnen, wenn ich jetzt handle. Tja, und was ist, wenn ich dem ganzen Spiel nicht traue? Wenn ich D-Mark gesetzt habe und Eurogeld als Gewinn nicht haben möchte? Ja, ich könnte natürlich auch mein Geld auf den Schweizer Franken setzen. Kommt drauf an, was mir meine Angst wert ist. Die Schweiz, die lässt sich das nämlich bezahlen. Setzen zu viele auf den Schweizer Franken, dann kann die Schweiz Probleme bekommen. Und dann muss die Schweiz gegensteuern. Tja, nicht nur, dass dann die Rendite, sprich die Zinsen, fallen würden. Unter Umständen müsste ich sogar noch drauflegen. Sogenannte Negativzinsen zahlen. Das ist nämlich schon mal vorgekommen. Und am Ende kriege ich aus der Schweiz weniger zurück, als ich an Geld reingebracht habe. Allerdings, sollte es im Spiel um das Eurogeld zu nervösen Schwankungen kommen, bietet mir der Schweizer Franken einen gewissen Schutz. Tja, und wenn das neue Eurogeld weicher sein sollte als die D-Mark? Wenn, ja, dann. Also ich persönlich muss jetzt selber abwägen, welches Risiko für mich schwerer wiegt. Aber niemand weiß das vorher ganz genau, wohin die Kugel dann auch tatsächlich rollt. Aber sicher ist, dass Sie diesen Wieso-Tipp nachlesen können auf den üblichen Wegen oder abrufen über unseren Wieso-Telefonservice unter 0190 25 00 25 oder aber über unseren Faxservice unter 0190 25 00 24. Die Gebührenberechnung erfolgt jeweils im 12-Sekunden-Takt. So, und jetzt sind Dr. Weber und Dr. Thomas bei mir am Tisch und wir haben natürlich schon eine Fülle von Fragen. Viele haben uns geschrieben, viele haben jetzt angerufen. Und eine ganz wichtige Frage, Herr Dr. Weber, ist das eine Währungsreform? Kann man das vergleichen? Nein, Herr Jungbluth, in keiner Art und Weise. Währungsreform haben wir 1923 und 1948 gehabt. Bei der Währungsunion, die wir jetzt anstreben für Europa, ist das eine rein rechnerische Umstellung. Hier gibt es keinen Kaufkraftschnitt und einen Verlust für die Bürger. Mhm. Und jetzt fragen natürlich auch ganz viele, wie ist es mit Lebensversicherung? Wie werden die eigentlich ausgezahlt? Ich habe auf D-Mark abgeschlossen und möglicherweise kriege ich es später in was ganz anderem ausgezahlt. Habe ich da nicht einen Verlust? Ist das zu befürchten? Das ist nicht zu befürchten, Herr Jungblut. Es handelt sich ja, wie wir gerade gehört haben, einfach um eine Währungsumstellung. Ich möchte das an einem ganz einfachen Beispiel illustrieren. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten eine Lebensversicherung nicht auf Geld abgeschlossen, sondern auf 2 Pfund Gold und Sie bekommen stattdessen 1 Kilo Gold. Was hätte sich geändert? Das ist ein guter Vergleich, vielen Dank. Aber es gibt trotzdem viele Leute, die sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wäre es nicht besser, sein Geld zumindest teilweise ins Ausland zu bringen und dann erstmal in Ruhe abzuwarten? Dies wäre nicht meine Empfehlung. Wer ins Ausland geht, muss zunächst einmal berücksichtigen, dass er in vielen Fällen niedrigere Zinsen bekommt als für D-Mark-Anlagen. Dann hat er schon mal einen Verlust und er geht ein zusätzliches Risiko ein, weil er dann ja sein Geld angelegt hat in einer fremden Währung. Meine Empfehlung wäre, in aller Ruhe in der D-Mark zu bleiben. Denn fremde Währungen können rauf, aber auch runtergehen und dann hat man beim Umtausch nachher Pech. Jetzt will ich mal sehen, was sich noch rauskristallisiert hat und frage mal meinen Kollegen Kai Dietrich, wo liegen denn jetzt im Augenblick die Schwerpunkte? 3 haben wir ja schon genannt, aber es sind sicherlich noch weitere Fragen da. Ja, Michael Jungblut, oft wird gefragt, kann es nicht doch zu einer Inflation kommen? Was ist mit dem sogenannten Stabilitätspakt? Immer wieder die Frage auch, was passiert mit unseren Renten? Wer wird die Renten zahlen? Wird es weiter die jährlichen Rentenerhöhungen geben? Eine Zuschauerin sagt, ich habe eine größere Summe auf dem Sparbuch, was soll ich machen, soll ich umtauschen? Und eine andere Zuschauerin fragt, sie hat eine Hypothek abgesichert mit einer Lebensversicherung bis zum Jahre 2012. Werden Guthaben aus der Lebensversicherung genauso umgerechnet wie das Hypothekendarlehen? So ja, zunächst mal vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie das alles verstehen konnten, Nein. Weil ja der Lärmpegel hier sehr hoch ist, weil kein Telefon steht still im Augenblick. Aber die erste Frage ist, Inflation, Stabilität. Ist die Gefahr, dass beim Umtausch oder nach dem Umtausch die Inflationsraten höher werden? Ich sehe das nicht. Die Europäische Währungsunion ist konzipiert als eine Stabilitätsgemeinschaft. Wir wollen an und für sich die Stabilität der D-Mark, die wir über Jahrzehnte gehabt haben, auf Europa übertragen.
sodass also kein Anlass zu der Befürchtung besteht, nun würde es ganz, ganz weich werden und ganz gefährlich. Nein. Die Europäische Zentralbank ist ähnlich wie die Bundesbank sogar in noch strikterer Weise dem Ziel der Preisniveaustabilität verpflichtet. Das Statut dieser Zentralbank sieht dies eindeutig vor. Und ich gehe auch davon aus, dass sie eine entsprechend stringente Politik dann betreiben wird. Herr Dr. Thomas, da war die Frage, Hypothek durch Lebensversicherung abgesichert. Muss man da jetzt irgendwas tun oder soll man einfach weitermachen wie bisher? Nein, überhaupt nicht. Denn das eine ist ein Posten gleichsam auf der Aktivseite, das andere ist ein Posten auf der Passivseite. Beides wird mit dem gleichen Faktor umgestellt. Da kann gar nichts passieren. Eine anschließende Frage, nicht gerade Lebensversicherung, aber Rente liegt ja nah beieinander. Auch da haben manche die Sorge, ob sie dann möglicherweise weniger Rente bekommen später. Nein, das ist überhaupt nicht zu erwarten. Wir haben ja gehört, es handelt sich um eine Währungsumstellung und nicht um eine Währungsreform. Die Recheneinheit wird sich ändern, aber die Kaufkraft bleibt gleich. Also auch da Entwarnung. Und gilt das auch fürs Sparbuch oder muss jemand, der sein Geld auf dem Sparbuch fürchten, dass da nachher weniger ausgezahlt wird? Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Wer heute 1000 D-Mark auf seinem Sparbuch hat, wird einen anderen Betrag in europäischer Währung gutgeschrieben bekommen. Aber wenn er dieses europäische Geld nimmt und damit einkaufen geht, kann er sich etwa genauso viel kaufen wie vorher für seine 1000 D-Mark. Also auch da überhaupt gar kein Verlust. Weil auch die Preise, die Mieten, alles wird genauso umgestellt. Also ähnlich, als wenn man sein Geld heute an der Grenze tauscht, in Gulden oder Franc, man kann anschließend damit weiterkaufen. Das ist ein sehr guter Vergleich, der deutlich macht, es ist wirklich eine reine Umrechnung. Gut, dann zunächst mal vielen Dank in dieser Runde. Wir sehen uns gleich weiter. Ja, liebe Zuschauer, damit Sie sich das alles noch mal ein bisschen plastischer vorstellen können, hat Britta Hilpert einen Film gemacht, der das einfach mal darstellt, was dann passiert. In einigen Jahren, gar nicht so schnell, aber irgendwann vielleicht mal. Und anschließend ein Gespräch mit Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer. Ich wollte von ihm wissen, welche Voraussetzungen nach seiner Meinung erfüllt sein müssen, damit Deutschland und andere Länder der Währungsunion beitreten können. Der Tag wird kommen. Von den einen ersehnt, von den anderen verflucht. Der Tag der Umstellung von der D-Mark auf das Eurogeld. Aber so dramatisch ist das gar nicht. 2002 ist die Umstellung auf Europreise eigentlich nur noch eine technische Formalie. Schon 3 Jahre vorher steht fest, wie viel Euro wir für unsere Mark bekommen. Heute wäre 1 Euro ungefähr 2 Mark wert. Ein Rechenbeispiel. Frieda Paschulke verdient als Assistentin 4.200 Mark im Monat. Nach der Währungsumstellung würde nach heutigem Wert 2100 E auf ihrem Gehaltszettel stehen. Natürlich halbieren sich die Zahlen für Steuer- und Sozialabgaben ebenfalls. Bisher hat Frieda Paschulke von ihrem Gehalt in D-Mark ganz gut leben können. Auch nach der Währungsumstellung soll das so sein. Auch dann kann sie sich den einen oder anderen Luxus leisten. Name und Zahlenwerte der neuen Währung werden anders sein, aber die Kaufkraft bleibt die gleiche. Die Umstellung wird ein paar Monate dauern. Nicht nur Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge und Sparbücher müssen auf die neue Währung eingestellt werden. Hinzu kommen noch Tausende von Geld- und Münzautomaten. Für ungefähr 6 Monate werden deshalb D-Mark und Euro-Währung gemeinsam im Umlauf sein. Spätestens ab Juli 2002 ist dann die D-Mark kein gültiges Zahlungsmittel mehr. Trotzdem können wir nicht empfehlen, alte D-Mark-Scheine auf diese Art zu entsorgen. Noch lange nach dem Verfallsdatum wird die Bundesbank die alten Scheine in Eurogeld umtauschen. Herr Tietmeyer, 1992 wurde der Vertrag von Maastricht unterschrieben. Würde man ihn so heute noch mal unterschreiben? Die Frage stellt sich gar nicht, sondern der Vertrag ist abgeschlossen worden und er gilt. Und das ist entscheidend. Das ist allerdings eine Entscheidung von großer politischer Tragweite. Die politischen Instanzen in Europa und in Deutschland haben entschieden und dieser Vertrag ist gültig. Das ist entscheidend. Und es gibt auch kein Hintertürchen für den Ausstieg, wie manche glauben. Das glaube ich nicht. Und ich hielte das auch nicht für richtig, sondern
Die Entscheidung ist getroffen, jetzt kommt es darauf an, diese Entscheidung so zu implementieren, dass daraus ein stabiles Haus wird. Mhm. Man sagen ja viele, wenn man schon nicht aussteigen kann, dann kann man immerhin verschieben. Würden Sie darin einen Sinn sehen, dass man jetzt nochmal sagt, ach, lass uns nochmal ein bisschen nachdenken und warten? Also auch der Termin ist im Vertrag festgelegt. Und ich halte es nicht für richtig, dass darüber jetzt spekuliert wird, ob dieser Termin verschoben werden soll oder nicht. Nein, man muss sehen, wie die Prüfung ausfällt zu Beginn des Jahres 1998. Und dann muss man sehen, wie man den Weg konkret gehen kann. Sind denn aus Sicht der Bundesbank überhaupt noch konkrete Fragen offen, die geklärt werden müssen, grundlegende Fragen? Ach, es gibt eine ganze Reihe von sehr wichtigen Fragen, die noch entschieden werden müssen. Das fängt an bei der Frage, wie konkret die Auswahl der Länder stattfinden wird. Das heißt, wie die Kriterien konkret ausgelegt werden. Wir haben da klare Vorstellungen, ich glaube auch die anderen Notenbanken. Aber es wird sich zeigen, ob die Politiker dem folgen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir die Europäische Zentralbank vorbereiten müssen. Wir müssen das geldpolitische Konzept vorbereiten. Wir müssen die Instrumente klären, die wir dann anwenden wollen. Das sind alles Fragen, an denen wir gegenwärtig arbeiten. Der Stabilitätspakt, der jetzt im Gespräch ist, von unserem Finanzminister vorgeschlagen, ist der notwendig oder ist es nur eine Ergänzung, die, sagen wir mal, der politischen Beruhigung dient in der Öffentlichkeit? Ich halte ihn für außerordentlich wichtig, ja, für zentral. Denn es genügt nicht nur, eine gute Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank zu haben, sondern es muss auch sichergestellt werden, dass die Länder, die teilnehmen, dauerhaft fiskalpolitische Disziplin wahren. Und da ist der Vertrag bisher nicht klar genug. Und insoweit ist ein ergänzender Vertrag, der die Prozedur festschreibt, im Sinne einer Automatik, außerordentlich wichtig. Und ich unterstütze dieses Anliegen sehr. Das heißt, die Bundesbank steht voll dahinter? Die Bundesbank steht voll dahinter. Es entspricht auch Ihren Vorstellungen. Oder umgekehrt gefragt, wenn der aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht zustande kommt, würden Sie sagen, dann gefährdet es das ganze Vertragswerk? Es kommt darauf an, wie der Vertrag konkret aussehen wird. Aber das Entscheidende ist, dass die finanzpolitische Disziplin dauerhaft gewahrt wird. Und damit kommen wir auch an die Frage einer politischen Union heran. Denn hier wird deutlich, dass es nicht genügt, nur die Geldpolitik supranational anzulegen, sondern es muss sichergestellt werden, dass die nationale Fiskalpolitik unter dauerhafte Disziplin gestellt wird. Und das ist ein Verlust an nationalstaatlicher Souveränität. Angenommen, der Vertrag oder die Währungsunion kommt zustande, und zwar unter Beachtung der Stabilitätskriterien. Welche Vorteile sehen Sie dann darin, dass die europäischen Staaten gemeinsam einen Währungsraum bilden? Also wenn es zu einer stabilen Gemeinschaftswährung kommt, dann ist das von erheblichem Vorteil für die Wirtschaft. Es fallen sogenannte Transaktionskosten weg. Es gibt keine Wechselkursrisiken mehr zwischen diesen Ländern. Und es bildet sich ein größerer Finanz- und Kapitalmarkt. Und möglicherweise könnte das auch sogar die Wechselkursentwicklungen gegenüber den großen anderen Ländern stabilisieren helfen. Das ist die ökonomische Seite. Die andere Seite ist die politische Seite. Eine geglückte Währungsunion, die wirklich Stabilität produziert, wäre sicher auch ein wesentlicher Schritt auf dem Wege der weiteren Integration Europas. Allerdings kommt es darauf an, dass nur die Länder dabei sind, die auch die Voraussetzungen bringen. Und zwar die ökonomischen Voraussetzungen wie die politischen Voraussetzungen. Ökonomisch muss man fähig sein und politisch gewillt sein, in eine supranationale Struktur hineinzugehen. Ja, und jetzt habe ich hier etwas, das hat nicht mal der Bundespräsident, nämlich Eurogeld. Also ehrlich gesagt, das ist Wieso-Geld. Wir haben das mal hergestellt, um zu zeigen, wie das aussehen könnte. Könnte in der Mitte Euro stehen und dann Gulden, Mark, Franc, Peseta und so weiter. Jeder kann es eigentlich dann so nennen, wie er es gewohnt ist. Aber wir zahlen alle mit einer Münze. Wäre doch eigentlich ganz praktisch und uns gefällt es. Vielleicht übernimmt es ja die Europäische Notenbank. Aber das machen wir wieder kaputt, denn sonst verbrennen wir, denn sonst kommt uns die Bundesbank auf den Hals. Das ist ja eigentlich Falschgeld. So, und Sie sehen, hier laufen die Telefone wieder heiß. Und deswegen möchte ich mal wissen, was inzwischen wieder an Fragen eingegangen ist. Wo liegen denn die Schwerpunkte, Kai Dietrich? Ja, Michael Jungblut, viele Anrufer trauen der neuen Währung nicht so genau. Sie fragen, soll man doch lieber in den Schweizer Franken gehen oder soll man vielleicht in Immobilien gehen?
Andere glauben auch, dass der Umtausch von einer Mark zu einem halben Euro eine Abwertung bedeutet. Und fragen auch, wer garantiert, dass auch Preise und Schulden nur halb so hoch sind. Eine andere Frage, ein Zuschauer will eine Lebensversicherung abschließen, soll er in eine Fremdwährung gehen? Das zunächst von hier. Ja, da haben wir wieder genug zu tun. Zunächst mal Fremdwährung hatten wir vorhin schon mal gesagt, aber es ist scheinbar nicht überall angekommen. Also das war Ihr Rat, es eigentlich nicht zu tun. Ganz genau. Also jetzt etwa auf den Gedanken zu kommen, eine Lebensversicherung in der Schweiz abzuschließen, das hielte ich für völlig sinnlos, denn die Zinsen in der Schweiz sind deutlich niedriger und das Endergebnis einer solchen Lebensversicherung kann nur schlechter sein. Sodass das niemals eventuelle Inflationsverluste hier aufholen könnte, wenn ich alles Nein, ganz im Gegenteil, geht. Sie kriegen zusätzlich noch das Wechselkursrisiko dazu. Das kann genau in die umgekehrte Richtung gehen. Der Schweizer Franken kann ja auch mal wieder runtergehen. Durchaus. Gut, Herr Dr. Weber, wir haben dann noch die Frage, Umtausch 1 zu 2, so ungefähr könnte ja die Relation sein, verlieren dann die Leute die Hälfte ihres Geldes? Nein, das ist nicht der Fall. Wenn ich vorher 1.000 D-Mark habe und es wird 1 zu 2 umgetauscht, dann kriege ich dafür, nehmen wir an, das Geld wird Euro heißen, eben nur 500 Euro. Aber diese 500 Euro sind eben von der Kaufkraft her genauso viel wert wie 1.000 D-Mark vorher. Ich kann mir dafür genauso viel kaufen wie vorher. Ich glaube, dies macht sehr deutlich, es ist kein Währungsschnitt, es ist kein Wertverlust. Mhm. Nun kommt ja auch immer wieder die Frage, was passiert mit den Zinsen? Bleiben die gleich hoch oder steigen die oder fallen die? Es ist sehr schwer, jetzt für viele Jahre im Voraus eine Prognose zu machen, auch wenn Sie mal so über den Daumen überlegen, was könnte denn passieren? Zinsen hängen natürlich von vielen Einflüssen ab, unter anderem auch vom Zinsniveau in den USA, von der konjunkturellen Situation, vielen, vielen anderen Dingen. Dass die Währungsunion zu steigenden Zinsen führen muss, halte ich nicht für richtig. Wenn nur Länder, wie Herr Dr. Tietmeyer ja auch ausgeführt hat, in die Währungsunion aufgenommen werden, die wirtschaftlich hierzu in der Lage sind, die fit sind für die Währungsunion und die Europäische Zentralbank, wozu sie ja verpflichtet ist, eine Stabilitätspolitik betreibt, wie heute die Bundesbank, dann wird das Zinsniveau nicht wesentlich anders aussehen als heute die D-Mark-Zinsen. Nun, bei Lebensversicherung ist ja nicht nur so, dass man den Betrag bekommt später, auf den man abgeschlossen hat, sondern wenn man Glück hat, kriegt man auch ordentlich Überschussanteile. Wird sich dadurch durch die Währungsunion etwas ändern? Daran wird sich überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil, wenn sich etwas ändert, dann meiner Ansicht nach zum Positiven. Denn die Währungsunion wird ja dazu führen, dass wir in einem größeren Wirtschaftsraum arbeiten mit besseren Anlagechancen. Das wird auch den Lebensversicherungen zugutekommen und damit den Versicherten. Insofern glaube ich, dass dieses eine positive Entwicklung sein wird. So, jetzt gibt es natürlich eine Fülle Fragen, die wir gar nicht beantworten können. Aber ich möchte auf eins hinweisen. Wir haben ein WISO-Sonderheft dazu, in dem alle diese Fragen und vielleicht noch viel mehr beantwortet werden. 40, 50 Fragen, die wir hier gar nicht bewältigen können. Das können Sie von uns bekommen. Es kostet 10 Mark. Sie brauchen nur noch kein Geld einzuschicken. Sie bekommen dann eine Rechnung. Schreiben Sie einfach an WISO. In einigen Tagen haben Sie es dann. So, da können vielleicht noch ein paar Fragen dann beantwortet werden, die wir hier nicht schaffen. Aber nochmal zurück zu den Immobilien, den Sachwerten. Herr Dr. Weber, das ist ja auch etwas, wo viele Leute sagen, soll ich jetzt nicht doch lieber ein Grundstück kaufen? Ja. Ist das ein guter Rat? Nein, das ist meiner Meinung nach überhaupt kein guter Rat. Es gibt zwar gute Gründe, sein Erspartes teilweise auch in Immobilien anzulegen, dass aber jetzt die beabsichtigte Währungsunion ein Grund sein sollte, hier umzuschichten und vielleicht aus Bundesanleihen oder ähnlichen Papieren auszusteigen und in die Immobilie zu sehen, dafür sehe ich absolut keinen Grund. Also bloß keine Panikkäufe, sondern Anlageverhalten wie bisher? Wie bisher. Denn sonst dreht einem möglicherweise jemand ganz schnell ein Grundstück an, was er loswerden wollte und nachher hat man dann das Pech gehabt. Nun gibt es ja auch die Möglichkeit, in Fremdwährung abzuschließen bei einer Lebensversicherung in Dollar oder Yen. Yen leuchtet vielen Leuten ein, das müsste doch eigentlich eine stabile Währung sein. Die Japaner sind doch sonst so gut. Würden Sie das raten? Nein, ich würde es nicht raten. Ich würde hier im Lande bleiben. Lebensversicherungen sind daran gewöhnt, mit großen Vermögensmassen umzugehen. In großen Vermögensmassen lassen sich Schwankungen leichter abpuffern. Und darüber hinaus werden die Vermögensbestände von Lebensversicherungen von Fachleuten bewirtschaftet. Das kommt auch den Versicherten zugute. Mhm. Nun gibt es natürlich auch ein paar politische Probleme. Viele Länder müssen sich sehr anstrengen, um die Stabilitätsziele zu erreichen. Frankreich hat im Augenblick große Mühe, seinen Haushalt in Ordnung zu bringen.
Glauben Sie, dass das die Währungsunion gefährden könnte, diese Unruhen, die wir in Frankreich haben, oder wird das bis dahin ausgestanden sein? Das muss nicht sein. Die französische Regierung scheint ja fest entschlossen zu sein, ihre Hausaufgaben zu erledigen, damit sie Anfang 1998, wenn die Entscheidung getroffen wird, über die teilnehmenden Länder mit dabei ist. Im Moment ist richtig, dass nur Deutschland und Luxemburg die Eintrittsbedingungen sozusagen erfüllen, aber eine ganze Reihe von anderen Ländern hat noch gute Chancen, dies bis 1998 auch zu tun, sodass dann termingerecht zum 1. Januar 1999 mit einer ausreichenden Gruppe gestartet werden könnte. Ganz kurz noch zum Schluss, Herr Dr. Thomas, der größere Kapitalmarkt, ist das ein Problem für die Anleger oder eher ein Gewinn? Nein, es ist eher ein Vorteil, denn wir haben in dem größeren Kapitalmarkt natürlich die Chancen der besseren Ausgleichsmöglichkeiten, der besseren Wachstumsmöglichkeiten. Das wird uns alle zugutekommen. Insofern sehe ich das sehr vorteilhaft. Vielen Dank, Herr Dr. Thomas. Ja, das alles wird nicht schon morgen passieren. Wir haben uns ja einige Jahre Zeit gelassen, bis wir überhaupt so weit sind wie jetzt. Und nun wird es auch noch ein paar Jahre dauern. 1998 werden Entscheidungen getroffen, 1999 kommt es frühestens. Und damit jetzt ja keine Hektik ausbricht, wollen wir Ihnen den Zeitplan noch mal zeigen, liebe Zuschauer. Der Startschuss ist längst gefallen. Die Europäer sind auf ihrem Weg zur Währungsunion. Schon 1990 ging es los. Die Schranken öffneten sich. Geld durfte von nun an frei von einem Land der Europäischen Gemeinschaft zum nächsten fließen. 1994 der nächste Schritt. Neben den nationalen Zentralbanken entsteht in Frankfurt das Europäische Währungsinstitut, EWI. Es überwacht, ob sich die Europäer auf dem richtigen Weg befinden, das heißt, ob ihre Währungen stabil genug sind. 1998, der Test. Jetzt soll geprüft werden, welche Länder beim gemeinsamen Eurogeld mitmachen dürfen. Bedingungen dabei, ihre Währungen müssen hart sein. Denn oberstes Ziel ist es, ein stabiles gemeinsames Eurogeld zu bekommen. Eine Eintrittskarte für die Währungsunion gibt es nur für Länder, die diesen Test bestehen. 1999 wird es dann konkret. Die Währungsunion startet. Das Europäische Währungsinstitut wird abgelöst durch eine Europäische Zentralbank. Die übernimmt die Arbeit der nationalen Zentralbanken und wacht von nun an über die Stabilität der gemeinsamen Währung. Doch bis die Münzen und die Banknoten hergestellt und über ganz Europa verteilt sind, vergehen weitere 3 Jahre. Erst 2002 kommt das Eurogeld für jedermann. So, Sie sehen, hier werden die Gewinner unserer Preisfrage gezogen. Wir sind schon seit Beginn der Sendung damit beschäftigt. Vielen Dank für die vielen Einsendungen. Und die Frage war, wie viele Staaten haben den Vertrag von Maastricht 1992 unterschrieben? Die richtige Antwort war 12, denn Finnland, Schweden und Österreich waren ja damals noch nicht dabei. Und es haben erstaunlich viele Zuschauer gewusst, es gibt gar nicht so sehr viele falsche Antworten. Und deswegen müssen wir verlosen. Und hier nochmal die Gewinne, das waren 50 Wieso-Börsenspiele und 50 mal das Wieso-Geldbuch und 50 mal das Wieso-Steuersparbuch. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Sie bekommen das in den nächsten Tagen zugestellt. Ja, und vielen Dank auch an die Vertreter der Banken, die hier waren, die sich die Ohren rot telefoniert haben. Und natürlich auch an Dr. Weber und Dr. Thomas. Und vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Wir werden Sie auch weiter über alles informieren, was in der Europäischen Währungsunion läuft, damit Sie ja nichts falsch machen und nicht auf das falsche Pferd setzen. Das war's für heute. Guten Abend und gleich geht's weiter mit dem Heute-Journal.